machen das jetzt so offen, wie es nicht offen geht, ne? Also eine Kombi zwischen salzig und süß, warm, künstlich. Scheiße, schmeckt. Wow. Oh, Leute. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal habe ich die Location geändert. Ich sitze in meiner Küche und habe den Balkon im Hintergrund und wollte mit euch die Vernasche die Welt Box aufmachen. Die ist von Mai. Ich habe es leider nicht eher geschafft, sie zu öffnen. Sie kam ziemlich spät. Deswegen kommt mein Video auch. Dies war ziemlich spät. Ich habe gesehen, Vernasche die Welt hat ein neues Boxendesign. So sieht's aus. Voll cool. Passend zum Thema der Länder. Länderbox. Und die wollte ich gerne mit euch zusammen aufmachen. Also schauen wir rein. So. Machen wir sie auf. Oh. Zack. So, dann schauen wir mal, welches Land uns diesen Monat erwartet. Ich stelle die mal hier so zur Seite. Wir haben erstmal eine schöne Postkarte. Eine sehr schöne Postkarte. Die lege ich mal an die Seite. Die ich gerne wollte. Und dann gucken wir. Wir haben Taiwan. Wow, Wahnsinn. Das ist so ein kleines Heftchen, da könnt ihr halt gucken. Ni hao, ihr Naschkatzen. Wir besuchen den wunderschönen und einmaligen Inselstaat Taiwan. Da steht halt so ein bisschen was drin über das Land, über die Städte, über alles und die Produkte. Und wir wollen nicht spoilern, deswegen legen wir uns das erstmal an die Seite. Und dann starten wir auch schon mit dem ersten. Ich nehme mal das erste, was oben drauf ist. So. Wir haben von, ich glaube, dass es Lace sind. Vielleicht taiwanische Lace. Ich weiß nicht, dieses Zeichen da oben erinnert mich so ein bisschen so daran an Lace irgendwie. Auf jeden Fall Barbecue. Barbecue Chips. Viel kann ich leider nicht lesen, weil es auf Taiwan steht. Oh, so. Okay. Das sind so geribbelte Chips. So, mal so ein paar Chips. So. Wow. Oh, Leute. Oh. Puh. Die schmecken übelst geil nach Barbecue, sind aber wahnsinnig scharf. Oh. Einen Moment. Oh. Also die haben einen richtig schönen rauchigen Barbecue-Geschmack, aber die sind mega scharf. Aber der Geschmack ist geil. Der Geschmack ist geil, aber das Scharf ist nicht geil. Aber so sind sie geil halt, ne? Wenn sie nicht so scharf wären. Okay. Schon mal ganz in Ordnung. Wir legen es erstmal an die Seite und machen erstmal weiter. Oh, feuriger Nachgeschmack. Hey, ja, ja, das brennt aber auf der Zunge. Und hier haben wir Cracker. Cracker mit Schokolade. Das ist auch wieder was, was mich an was erinnert. Und hier steht es auf Deutsch. Oh. Ich habe immer noch scharf. Da steht es, woran sie mich erinnern. An Ritz. An diese Ritz-Cracker. Auch wenn es jetzt nicht dran gestanden hätte. Weiß ich nicht, das hätte man erkannt. Ich hätte es erkannt. Aber jetzt weiß ich ja, dass es die Ritz-Cracker sind. Also, testen wir die auch mal. Okay, das sind zwei solche süßen kleinen Verpackten. So. Seine komische Datumschreibweise. Naja. Okay. Testen wir mal. Oh, die gehen aber so schwer auf. So. Also es ist dieser Ritz-Cracker. Das sind ja salzige Cracker. So. Und dazwischen ist Schoki. Also eine Kombi zwischen salzig und süß.
Das ist eine geile Kombi. Salzig und süß gefällt mir. Finde ich sehr lecker. Obwohl, wir könnten uns ja unsere normalen Ritzcracker kaufen und einfach Nutella drauf schmieren. Hätte man vielleicht denselben Effekt. Wenn man es gerne noch mal essen möchte, wenn man es ja nun mal hier nicht kriegt in der Form, ne? Also ich finde es cool. Gefällt mir so salzig süß. So, legen wir an die Seite. Und dann gucken wir mal weiter. So viele Verpackungen da drin. Ah, oh, cool. Vanilla Chocolate. Das sind solche Mikado-Stäbe. Seht ihr das? So. Mikado-Stäbe und die sind von innen gefüllt. Die sind nicht außen ummantelt, sondern die Schokolade ist da drin. Das ist ja interessant. Sind auch zweimal verpackt, also sind zwei Stück drin. Und sowas finde ich ja immer cool. Dann ist man nicht gezwungen, man ist so auch nicht gezwungen, alles aufzuessen, aber man hat nicht alles auf. Boah. Nein, das funktioniert nicht. Dann nehmen wir die Schere. Okay. Das ist viel einfacher. So. Okay. Das sieht aus wie so eine dicke Salzstange. Also so eine Stange. Und da drinnen ist die Schokolade. Wie so ein Strohhalm. Schmeckt gut. Sieht echt aus wie eine Salzstange, aber ist kein Salz drauf. Das ist gut. Das schmeckt sehr lecker. Schmeckt wie... Ja, es ist nicht so ganz vergleichbar mit den Mikado-Stäben, die wir hier haben. Weil der Keks ist ein bisschen anders. Der ist ein bisschen... Keksiger. Nein, weiß ich nicht. Es schmeckt ein bisschen anders als die Mikado-Stäbe, die wir haben, aber es schmeckt lecker. Und finde ich cool. Das ist mal was anderes. So, jetzt gucken wir. Okay. Kleine Waffelrollen mit Schokolade gefüllt. Viel Keks, viel waffelig, viel schokoladig. Bis auf die Chips natürlich. Die waren auch geil. Okay. Hier open, da open, hier open, so open. Wir machen das nicht so open, wie es nicht open geht, ne? Hab ich mir gedacht. Ah, keine Kraft dazu heute. Wir schneiden open. So, ach wie süß. Und so kleine Waffelröllchen. Mit Schokolade gefüllt. Mit Schokolade gefüllt ist gut. Die Schokolade ist so fluffig. Ich muss das ja ausprobieren. Es ist eine Schokoladencreme. Das ist keine feste Schokolade, es ist eine Schokoladencreme. Das stelle ich mir eingefroren ganz gut vor, aber hier steht nichts. Ja, doch, hier steht was, aber ich kann es nicht lesen. Ja, aber interessant, interessant. Aber sehr waffelig. Die Kiste bis jetzt. Waffelschokoladig. Die Krümel wieder alles voll ist. Die Küche ist nicht schlimm. Können wir später wegsaugen. Machen wir mal weiter. Ich hoffe mal mit was nicht Waffeliges. Was ist das? Peanut Butter Grain Cookies Sand.
von Skippy. Irgendwie so ein kleiner Keks. Oh Gottchen. Ach, wie süß. Das sieht nach so einem gesunden Keks aus. Und dazwischen ist dann die Peanut Butter. Kann man den. Oh. Zitter. Peanut Butter. Na, wir kleben den mal wieder zusammen. Es schmiert so leicht. Es ist sehr warm draußen, deswegen sitze ich auch so hier mit meiner Haare oben verknödelt. Und es schmilzt alles. Mhm. Da in dem Keks ist schwarzer Sesam oder Kümmel. Ich weiß nicht, auf jeden Fall was Schwarzes. Der Keks schmeckt sehr gesund. Und die Peanut Butter rundet das Ganze richtig gut ab. Schmeckt mega lecker. Hilfe! Und der war richtig gut. Der gefällt mir, es war nur einer drin. Schade. Davon hätte ich gerne mehr gehabt. Aber wir gucken mal, was sonst noch drin ist. Eins. Und wieder was Schokoladiges. Sehr, sehr schokoladig. Diesmal sind es wirklich solche, wie die Mikado-Stäbe, die wir haben. Stäbchen. Pocky. Mit Schokolademandel. Chocolate Almond. Ja, ich würde sagen, probieren wir mal, ne? Weil viel lesen können wir ja eh nicht. Oh, schade. Die ist in einer Tüte nur eingepackt. Also haben wir keine andere Wahl und machen wir die eine Tüte auf. Nein, wir machen sie nicht auf, wir schneiden sie auf. Ist einfacher jetzt. So, ne? Ja, also die sehen unseren Mikado-Stäbchen schon viel ähnlicher. Seht ihr das? Und das sind diese ganzen Mandelstückchen drumherum. Also die Schokolade schmeckt gar nicht süß. Also nicht so süß wie bei uns hier. Man schmeckt die Mandel voll raus. Das ist wie dunkle Schokolade mit Mandel. Nur, dass die Schokolade nicht so süß ist. Ist natürlich jetzt ziemlich warm. Schmilzt so ein bisschen. Vielleicht, wenn man es im Kühlschrank legt, vielleicht. Kann man ausprobieren. Ich habe ja noch welche da. Ja. Schmeckt ganz gut. Sehr schokoladig das Bild, wenn ich so nach da gucke. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben zwei Sachen noch. Ich fange erst mit dem an. Yeah! Wir haben Pringles. Pringles Spaghetti Bolognese. Irre. Habt ihr die schon mal irgendwo gesehen? Ist ein bisschen kleiner als unsere Pringles-Packungen, finde ich. Und man kann nichts davon verstehen. Oh. Die sind sogar heile. Also sie riechen schon mal nicht nach Spaghetti. So sehen die aus halt, ne? Wie so ein Pringles-Chips halt aussieht. Aber sie schmecken voll tomatig nach Bolognese. Lecker.
echt lecker, als ob ihr Spaghetti esst. Und so ein bisschen Parmesan drüber. Ja. Also sie riechen nicht danach, aber sie schmecken voll danach. Mega. Voll cool. Was es nicht alles für verrückte Sorten gibt an Pringles, ne? Ich habe ja echt schon viele Sorten jetzt gehabt, auch die es in Deutschland nicht gibt. Aber die sind echt gut. So, jetzt kommen wir leider schon zu dem... Ich habe hier einen Zettel dran. Okay. Das ist nur ein Hinweis, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum bei den asiatischen Produkten andersrum gelesen wird. Das habe ich auch schon gesehen. Das wird nämlich so gelesen. Das ist mir gleich aufgefallen. Wo habe ich es denn gesehen? Ne, hier steht es richtig rum. Bist du dann kein Asiate? War das hier? Ne, da steht das. Ich habe gerade ein Produkt gesehen, da stand das so. Hier. Bei den Ritzkeksen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier unten. Da steht 2022, 2.8. Das wäre dann abgelaufen am 8.2.2022. Gut zu wissen. Danke, Vernasche die Welt, für diese Info. So, und jetzt aber wirklich zum letzten. Oh, innen drin ist die auch so schön gemacht worden. Innen drin sieht sie jetzt so aus. Voll schön. Die tolle Box. So, als letztes haben wir ein Getränk. Ist ja meistens immer mit dabei. In dem Fall scheint es eine Fanta Weintraube zu sein. Gut, viel lesen können wir eh nicht, also probieren wir. Ich denke aber, dass die eisgekühlt besser schmecken wird. Echt komisch. Also schmeckt nicht nach Weintraube. Also sie schmeckt nicht nach Weintraube, sie schmeckt eher künstlich. Künstliche Weintraube. Nein, weiß ich nicht. Es schmeckt auf jeden Fall nicht nach Weintraube, so wie es drauf abgebildet ist. Ich weiß auch gar nicht, ob es Weintrauben sein sollen. Oder irgendwie eine andere Beere, irgendwas Lilanes. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall schmeckt es mega künstlich. Was nicht unbedingt schlecht heißt, in dem Falle aber warm ist und warm künstlich scheiße schmeckt. Also werde ich mir die noch ein bisschen kühl stellen und dann gekühlt genießen. Ja, das war es dann schon. Die Box ist leider leer. Sie war diesmal ziemlich waffelig, ziemlich keksig, schokoladig. Es waren keine Weingummis damit bei, was ich schade finde, weil so ein Weingummiprodukt wäre doch ganz toll, wenn das mit da drin wäre. Ansonsten, ja, weiß ich gar nicht. Favoriten, habe ich Favoriten? Also ich fand die Pringles, Bolognese, die fand ich ganz toll. Die waren, also hat mich überrascht, fand ich mega lecker eigentlich. Ja, das ist halt... Vielleicht, wenn sie gekühlt ist, dann vielleicht ein bisschen. Die waren halt auch nicht schlecht, die, wo die Schokoladenfüllung innen war. Die muss ich nicht unbedingt haben. Das war jetzt nicht so der Hit. Davon hätte ich gerne mehr gehabt. Das ist der Peanut Butter Keks. Der ist geil. Aber nur einmal drin. Blöd. So, die Chips fand ich eigentlich auch ganz cool. Also die schmecken wirklich, wirklich geil rauchig nach Barbecue, aber sind mega scharf im Abgang. Deshalb, so scharf riechen tun sie gar nicht, aber ist halt so. So, das war's dann mit der Box. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, schauen wir mal, was es beim nächsten Mal gibt. Und ansonsten sage ich erstmal tschüss, ihr Lieben, bleibt gesund.
schenkt mir einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega freuen, auch über ein Abo. Und dann hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ciao.